Hallo, hier ist der Martin von MoneyMankeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den äh, 24.08.2023. Unser DAX hat hier am Mittwoch wieder ein bisschen oben rausgeguckt, dann mal wieder abgetaucht, wieder rausgeguckt, ähm, quasi das Verhalten der letzten Tage beibehalten. Wir sind sehr stark reingekommen, auch mit einem kräftigen Aufwärtsgap, ähm, haben das dann genutzt. Wir hatten ja uns darauf vorbereitet, wenn er über 37 geht. Dass er dann nochmal oder dass er dann weiter um machen würde, wahrscheinlich so 8,30 bis 8,50 erreicht sie hat er leicht knapp verfehlt. Es war aber erkennbar, was er da gemacht hat. Wir haben auch im Update geschrieben, das reicht und er könne jetzt aber auch zurück bis, oh, was haben wir geschrieben? Also auf jeden Fall bis zu den Gap Close, die hat er dann auch zugemacht. Dort hat er sich dann umgedreht, wieder mittig zurückgelaufen, soweit erstmal alles okay. Wir haben uns im, Gro im großen Bild die letzten Tage ausgiebig darüber unterhalten. Die Videos waren jetzt auch mal länger. Ich würde das heute einfach mal ein bisschen abkürzen und da nicht so intensiv drüber sprechen, was oben und unten passieren kann. Ähm, wir haben Donnerstag vor uns. Donnerstage sind eigentlich immer die, die am schönsten in meinen, ich sag mal, karbumischen Gesetzen laufen. Also in meinen äh, Regeln für äh, tageszyklische Bewegungen, was wir uns auch im Seminar immer mit angucken Ähm, und anhand dessen würde ich hier eigentlich fast sogar plus im Tageschart bleiben wollen für die Analyse. Denn der gibt das am besten vor. Wir sehen hier oben noch das mittlere Band. Wir sehen die letzten markanten Kerzen, die hier im Bereich um 59, 49 rumschrauben. Das heißt, wir können eigentlich sagen, dass Donnerstage die hier sehr, sehr, sehr stark hin und her schaukeln. Ähm, sehr oft. Ähm, hier eigentlich jetzt ein Fensterkrieg zwischen 800, 820 oben und unten ähm, 776 im weitesten. Sagen wir mal ruhig 670. Oben vielleicht. Ach, eigentlich reicht auch 800, 700, aber wir machen 800, 820, unten 700, Das wären für mich die Begrenzer für den Donnerstag. Ähm, zu, sofern es zumindest keine gravierenden Nachtbewegungen noch gibt. Dass wenn er irgendwie jetzt 200 Punkte höher oder tiefer reinguckt, müsste man das nochmal überprüfen. Aber ansonsten dürfte das erstmal so bleiben. Und ähm, dazwischen kann er schön hin und her pendeln. Er guckt dann ein bisschen auf die Stundenkerzen, wenn im oberen Bereich dann eine Stundenkerze sich rot färbt. Die darf auch locker 8,50 in der Spitze markieren und roten Kerzenkörper dann wieder zurückziehen unter das vorherige Tageshoch. Das wäre nach dem Regelwerk eher eine Short-Vorlage, um dann wieder bis zur unteren Kante runter zu traden. Und ähm, unten das gleiche bloß andersrum, ja, 67, äh, Entschuldigung, 670 bis 670, 700, bisschen auf grüne Stundenkerzen achten, kriegen wir dort welche, können da von dort auch, auch easy wieder in den oberen Bereich. Interessant wird es für den Donnerstag erst, wenn er diese Grenzen oben oder eben unten hier, ober der Kerze oder unter der Kerze ähm, überwindet, per Stundenstoß auch, ja, also Stundenschluss über 800, 820. Dann können er sich Übertreibungspotenzial freisetzen. Das heißt, wenn ihr seht, der schiebt oben raus, guckt doch mal ein bisschen auf die Stunde. Solange der da oben dann drüber ist und er bleibt auf grünen Stundenkerzen, das kann unser DAX an Donnerstagen auch vier, fünf Stunden einfach mal steigen. Ja, das kriegt er hin. Der kann auch unten vier, fünf Stunden rausfallen, wenn er drunter stießt. muss er halt bloß dieses, diesen Impuls, dieses Initial einmal raus. Stundenschluss schön raussetzen und das dann verteidigen, halt nicht gleich umkippen. Und ähm, wenn ihm das gelingt, dann sind die Ziele oben, das können wir aus den gestrigen, vorgestrigen und davor äh, Analysen rausnehmen, Ziele oben 49,59, unverändert, 66 haben wir, 16,52 auf der Oberseite als Potenziale. Das erreicht wahrscheinlich dann die 949,59 hier, aber das sind die größeren Ziele auf der Oberseite und unten haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen. Ähm, kriegen wir hier 6,70, dann wird er nochmal 600. 655, dann die 460 und auch 360. Und die 200 linie ist jetzt schon fast auf die 400 hochgekommen. Sollte man vielleicht auch ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten. Das wäre dann die obere Gap-Kante von dem Gap von 600. Was ich hier spannend. Ja, als 200 linie ist jetzt schon deutlich höher. Aufs untere Bollinger Band ist jetzt da angekommen. Das wären alles so Ziele auf der Unterseite. Auf der Oberseite ist also eigentlich. Beidseitig interessant, deswegen schön aufmerksam sein, geht da oben oder geht da unten raus und dann wird man das für sich nutzen können. Und bleibt er dazwischen, schon ruhig damit, dass er da hinten herlaufen kann. Also auch mehrfach, der kann da den ganzen Tag in der, in der Range hin und her springen, halt, ne? oben drüber, unten drunter. Eigentlich das, was er schon am Mittwoch gemacht hat, das hat er prima gemacht. Neues Tag ist hochgesetzt, oben drüber gerissen über den Vortag, dann neues Tagestief, einmal komplett bis unten durch, wieder zurück. Sowas können wir zum Donnerstag den ganzen Tag machen. <laughs> deswegen passt ein bisschen auf, ich wünsche euch viel Erfolg. Machen wir hier ein Video ein bisschen kürzer und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.